Hallo, heute zeige ich euch einen Kartoffelauflauf mit französischem Raclette-Käse. Dazu gibt es einen grünen Salat mit einer klassischen französischen Vinaigrette. Zuerst kocht ihr die Pellkartoffeln. Die Kartoffeln in einen Topf geben, salzen und mit Leitungswasser auffüllen, bis sie bedeckt sind. Kochzeit ca. 20 Minuten. Für ein dezentes Knoblaucharoma reibt ihr die Oberfläche eurer Auflaufform mit der Schnittfläche einer Knoblauchzehe ein. Wer mehr Knoblauch mag, zerdrückt den Knoblauch, hackt ihn etwas und gibt ihn in eine kleine Schüssel zusammen mit einem Viertel Teelöffel Meersalz, Pfeffer und 100 Gramm Schlagsahne. Das Ganze wird gut durchgerührt und zur Seite gestellt, damit sich die Aromen verbinden können. Die garen Kartoffeln abschütten und abschrecken, so lassen sie sich viel leichter pellen. Ich verwende übrigens so viele, dass meine Auflaufform gerade mit einer Lage bedeckt ist. Mit anderen Worten, wenn ich pro Person 2,5 Kartoffeln einkalkuliere, suche ich mir eine Auflaufform, in die gerade 5 Kartoffeln passen. Der Raclette-Käse ist in Scheiben von ca. 3 mm Stärke geschnitten. Die Rinde muss entfernt werden. Nun die Kartoffeln in 1/2 cm dicke Scheiben schneiden und auf dem Boden der Form verteilen. Sie braucht nicht gebuttert zu werden. Mit Käse bedecken, dann wieder eine Schicht Kartoffeln darauf geben und so weiter. Zwischendurch die Kartoffeln leicht salzen. Den Abschluss bildet eine Schicht Käse. Die vorbereitete Sahnesoße noch einmal durchrühren und über die Kartoffeln geben. Wer mag, garniert den Knoblauch obendrauf. Nun wandert das Ganze für ca. 20 bis 30 Minuten in den Ofen. In der Zwischenzeit könnt ihr die Vinaigrette für den Salat vorbereiten. In eine Schüssel gebt ihr einen Esslöffel Essig sowie einen Esslöffel Dijon-Senf. Diese beiden Zutaten werden verrührt. Darauf gebt ihr 3 Esslöffel Olivenöl und vermischt die Zutaten zu einer Emulsion. Zum Schluss noch mit einer Prise Meersalz und Pfeffer würzen. Darauf gebt ihr den gewaschenen und trocken geschleuderten Salat. Untermischt wird alles erst kurz vor dem Servieren. Ein kleiner Check, was der Auflauf macht. Der Käse ist geschmolzen und die Sahne fängt an zu blubbern. Zeit, den Grill anzustellen bzw. auf reine Oberhitze umzustellen. Jetzt ist der Gratin perfekt. Die oberste Käseschicht sollte leicht knusprig sein. Jetzt noch schnell den Salat unterrühren, auf Schälchen verteilen und es kann gegessen werden. Ich hoffe, euch hat meine Anleitung gefallen und ihr gebt mir einen Daumen nach oben und abonniert meinen Kanal. Es kostet nichts. Zutaten und Mengenangaben findet ihr wie immer unten in der Beschreibung. Viel Spaß beim Nachkochen und guten Appetit!